Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Max und in diesem Video werfen wir einen genauen Blick auf das Lockhart Wallet. Eine modulare Geldbörse, die Karten, Bargeld und jetzt auch SD-Karten in einem kompakten und innovativen Design vereint. Ich würde mich über ein Like auf das Video und ein Abo freuen. Jetzt viel Spaß! Kommen wir zuerst ganz kurz zur Geschichte des Lockhart Wallets. Das Wallet entstand aus der Idee dreier Studenten, die eine platzsparende Lösung für das Mitführen ihrer alltäglichen Essentials suchten. Ihr Ziel war es, eine Geldbörse zu entwickeln, die nicht nur Karten und Bargeld, sondern auch wichtige kleine Gegenstände wie zum Beispiel SD-Karten sicher aufbewahrt. Beim Design des Lockhart Wallets haben sie sich für etwas Minimalistisches und Funktionelles entschieden. Es besteht aus zwei robusten Aluplatten, die durch ein elastisches Stoffband zusammengehalten werden. Dieses schlichte Design spricht vor allem diejenigen an, die Wert auf eine klare Linie und eine unkomplizierte Ästhetik legen. Die Modularität des Lockhart Wallets ist besonders beeindruckend. Es verfügt über ein Münzfach für einige Scheine und bis zu 6 Münzen. Für mehr Kapazität gibt es eine Erweiterung für bis zu 12 Münzen. Zudem bietet das Wallet Platz für bis zu 15 Karten. Außerdem finde ich das SD-Kartenmodul, das speziell für Video-Creators und Fotografen entwickelt wurde, mega nice. In diesem Modul können mehrere SD-Karten sicher und griffbereit aufbewahrt werden, was es zu einem unverzichtbaren Tool für alle macht, die regelmäßig mit digitalen Medien arbeiten. Ein weiteres praktisches Feature ist die Möglichkeit, einen Apple AirTag im Coverplate zu integrieren, um das Wallet leichter zu orten. Für zu Hause gibt es außerdem einen Wallet Holder, eine magnetische Halterung, die an der Wand, am Schrank oder an der Tür befestigt werden kann. So hat das Wallet immer einen festen Platz und ist schnell zur Hand. Zusammenfassend ist das Lockhart Wallet eine hervorragende Lösung für alle, die eine kompakte und funktionale Geldbörse suchen. Es ist ideal für Personen, die oft ohne Tasche unterwegs sind und dennoch alles Wichtige dabei haben möchten. Besonders für Video-Creators und Fotografen ist das SD-Kartenmodul ein echtes Highlight. Die Umgewöhnung von einer normalen Geldbörse zum Lockhart Wallet mag anfangs eine Herausforderung sein, aber die Vorteile in Bezug auf Platzersparnis und Organisation sind es definitiv wert. Ich sehe das Lockhart Wallet als eine innovative und praktische Alternative zur herkömmlichen Geldbörse. Abschließend gibt es nicht mehr viel zu sagen. Danke fürs Zusehen, ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Und was sagt ihr über das Lockhart Wallet? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und ciao!